Nach dem Terroranschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt hat sich die Zahl der Todesopfer von 2 auf 3 erhöht. Ein viertes Opfer sei hirntot, erklärte die zuständige Pariser Staatsanwaltschaft. Der polizeibekannte Gefährder Sherif Shekat hatte am Dienstagabend in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet. Ein Großaufgebot von französischen und deutschen Sicherheitskräften fahndet auf beiden Seiten der Grenze nach dem als gefährlich eingestuften 29-jährigen Franzosen. Den Fahndungsaufruf samt Täterfoto veröffentlichten auch süddeutsche Bundespolizeistationen, das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Schweizer Bundespolizei. Shekat war auf der Flucht vor der Polizei in Straßburg von Soldaten verletzt worden und anschließend spurlos verschwunden. Ein deutscher Radiosender berichtete, Shekat sei unmittelbar vor der Tat aus Deutschland angerufen worden. Er habe den Anruf aber nicht angenommen. Unklar sei, wer ihn angerufen habe und warum. Gefahndet wird auch nach einem Bruder des Attentäters.